Qigong bei Entzündungen. So, hilft das? Hilft das nicht? Was machen? Gibt es da eine spezielle Übung für? Darum geht es heute hier in diesem Video. Schön, dass du mit dabei bist. Und wie immer, du kennst das auf diesem Kanal, ich hasse Intros, daher geht es direkt los. Also, falls du mich noch nicht kennst, ich bin Corno, Qigong-Lehrer seit über 20 Jahren deutschlandweit. Wenn du die 5 Übungen noch nicht kennst, unten in der Beschreibung verlinke ich dir einen 15-Tage-Gratiskurs, unverbindlich, kostenlos, kannst du machen. Den habe ich installiert, damit es keine Ausreden gibt, du könntest die 5 Übungen nicht und würdest sie nicht lernen können. Die kannst du dann ganz eigenständig dir beibringen und mit mir zusammen in den Videos üben. Und es machen auch schon hunderte von Menschen, haben diesen Kurs schon runtergeladen und haben mir sehr positives Feedback gegeben. Also probier es aus, falls du die Übung noch nicht kennst. So, Qigong bei Entzündungen. Da gibt es unterschiedliche Lehrmeinungen. Ich habe erstmal die Stimme von meinem eigenen Qigong-Meister Dan Gongzhong im Ohr, der sagte, Qigong bei Entzündung geht nicht. Und ich würde ihm zu 90% auch beipflichten. Und er meinte mit Sicherheit auch nicht, das bringt gar nichts. Natürlich, Qigong, wenn du Energie aufbaust, Energie in Fluss bringst, funktionieren die Organe besser, auch können die Organe besser arbeiten, weil sie mit mehr Qi versorgt werden. Wenn die Meridiane weniger Blockaden haben, dann herrschen im Allgemeinen auch weniger Entzündungsprozesse im Körper. Nur, was er damit meinte, ist, denke ich, dass ganz oft, wenn man fragt, woher kommen Entzündungen, und jetzt nicht auf esoterischer Ebene, sondern erstmal so ganz profan, das ist ganz häufig in Verbindung mit der Ernährung, dass da entzündliche Prozesse entstehen. Und das dann in Verbindung mit dem Geist, mit dem Herzen, mit innerer Anspannung und so weiter. Das heißt, dass durch Qigong-Übungen, zum Beispiel die 5 Übungen des Wudang-Qigong, Entzündungsmarker nach unten gehen und entzündliche Prozesse sich leicht verbessern, da gehe ich einfach mal von aus. Ich habe da selber noch keine Studien zu gelesen. Also da kannst du nur auf meine Erfahrung, meine 20-Jährige, zurückgreifen und das Feedback von meinen Kursteilnehmern, die mit den verschiedensten Schwierigkeiten und entzündlichen Prozessen gekämpft haben und dann Qigong gemacht haben. Und häufig wurden auch gerade Schmerzen, die damit in Verbindung stehen, besser. Das heißt, Entzündung heißt ja nicht immer gleich Schmerz, aber in Gelenken zum Beispiel hängt das dann oft mit schmerzhaften Prozessen zusammen. Und da kann Qigong bei Schmerzen eigentlich schon mal ganz gut helfen. Sehr oft. Nicht immer, aber sehr oft. Oft genug, dass es sich lohnt, das auszuprobieren und die Zeit zu investieren. Also da schon mal check, wenn du unter entzündlichen Prozessen leidest, dann würde ich auf jeden Fall Qigong ausprobieren, um erstmal zu gucken. Und bei Qigong meine ich die 5 Übungen des Wudang Qigong. Um zu probieren, wie viel Prozent wird das dadurch besser, wenn ich das mindestens 2 bis 3 Wochen jeden Tag übe. Mindestens. Das heißt nicht, dass du das ein Leben lang üben musst, sondern nur erstmal 2, 3 Wochen, um zu sehen, ob es anschlägt und nicht schon nach einem Tag. Oder nach einem Tag schlägt es an mit Placebo und so weiter, aber nach 3, 4 Tagen geht langsam die Placebo-Wirkung weg und dann denkst du, ach, hat doch nicht funktioniert. Das heißt, meine Empfehlung an dich wäre, weil ich bemerke, dass so die Ursache von Entzündung tatsächlich meistens ganz oft auch über den Darm, über Leber und Darm, das sind so die, vor allem Dünndarm, das sind so aus meiner Sicht die Schlüssel im Körper für entzündliche Prozesse und ganz genauer gesagt dann noch als auch Organ, das viszerale Bauchfett. Kannst du dich auch mal bei Wikipedia schlau machen. Das viszerale Bauchfett, das ist das Fett, was nicht direkt unter der Haut ist, sondern was sich um die Organe als Schutzschicht legt. Bis zu einem gewissen Grad sinnvolles Organ. Aber wenn wir uns falsch ernähren oder auf eine gewisse Art, dass wir die Ernährung nicht vertragen, dann wird das viszerale Bauchfett fetter und fetter und fetter und mehr. Und das kann dann viele entzündliche Prozesse im Körper in Gang setzen, wissenschaftlich nachgewiesen. Das ist nicht eine Qigong-Theorie. Das ist also Schulmedizin, die Theorie um viszerales Bauchfett und inwiefern das deinen Hormonhaushalt stört und Entzündungsprozesse befeuert und stärkt. Und genau das wollen wir nicht. Das heißt, in vielen, vielen Fällen ist leider die blöde Diät oder das Entfetten, das viszerale Bauchfett schrumpfen zu lassen, einfach die beste Qigong-Übung,
um entzündliche Prozesse im Körper zu stoppen. Und das hängt wiederum ganz oft mit Einfachzuckern zusammen, also auf gut Deutsch alles, was schmeckt. Eiscreme, Weißmehlprodukte, Brot, Nudeln, Reis, alles, was Spaß macht. Für manche auch noch Milchprodukte und so weiter. Aber da kennst du meine Meinung, ich bin nicht so der Typ für auf alles verzichten, sondern erstmal in erster Linie ausprobieren. Was funktioniert bei meiner Gesundheit gut? Wie zum Beispiel Scheinfasten. Auch dazu habe ich auf diesem Kanal Videos gemacht zu meinen Erfahrungen. Ich bin großer Fan vom Scheinfasten, weil es nicht so extrem ist, aber wir trotzdem einen großen Fasteneffekt erzielen und gerade auch in Beziehung zu entzündlichen Prozessen. Falls dich das interessiert, zieh dir meine Videos zum Thema Scheinfasten rein, dann bist du schlauer, auch mit Anleitungen und allem drum und dran. Das wäre immer meine erste Wahl, wenn es um entzündliche Prozesse geht. Und diese Art von Fasten, die nicht wie Intervallfasten für immer jeden Tag, sondern das sind dann wirklich Interventionen, 5 Tage am Stück, und die kannst du alle paar Monate oder in gewissen Abständen wiederholen, bis du merkst, dass du die Nahrungsmittel besser verträgst, die Entzündungsmarker runtergehen und alles wieder ins Lot kommt. Und das sehe ich heutzutage tatsächlich als Qigong-Übung Ernährung. Und ich bin auch kein Fan von Diäten, Stichwort Jojo-Effekt und dass da so viel Chaos entsteht häufig durch Diäten, dass man oft nach 1, 2, 3, 4, 5 Jahren schlechter rauskommt, als man reingegangen ist. Das ist zwar jetzt hier nicht Thema, aber trotzdem bei Qigong und Entzündung muss aus meiner Sicht doch die Ernährung in den Mittelpunkt gerückt werden. Und ich benenne das gerne als Qigong-Übung. Ernährung. Ernährung ist auch eine Qigong-Übung, ist auch die Kunst, mit dem Leben umzugehen, mit dem Energiehaushalt umzugehen. Und vor allen Dingen gerade die Kunst, wenn du Dinge magst, aber sie tun dir nicht gut, aber du bist süchtig danach. Wie kannst du langsam dich da entwöhnen oder eine neue Verbindung zu Ernährung aufbauen? Und sind diese Scheinfastentage wie eine Intervention, die so deine Ernährung und dein Gehirn auch so ein bisschen resetten und du dann viel leichter auch Ernährungsumstellungen vornehmen kannst, die du dauerhaft verträgst und mit denen du dich wohlfühlst, ohne gleich auf alles verzichten zu müssen. Das finde ich sehr entspannt und sehr schön. Also das ist aus meiner Sicht die intelligente Art, mit Entzündungen im Körper und entzündlichen Prozessen umzugehen. Und dazu sei auch nochmal angemerkt, dass es inzwischen auch erwiesen ist, dass Entzündung heißt nicht nur, es tut weh, der Arzt sagt, es ist eine Entzündung und dann Cortison oder sowas, sondern es gibt die sogenannten stillen Entzündungen, die du so erstmal direkt nicht spürst in Form von Schmerz oder so, sondern manchmal indirekt in Form von Müdigkeit oder dass gewisse andere körperliche Prozesse oder geistige Prozesse nicht ganz so gut funktionieren. Und um das anzutesten, habe ich solche stillen Entzündungen, was ist denn mit mir los, würde ich wieder das Scheinfasten empfehlen. Das heißt, wenn da stille Entzündungen da sind, kannst du zwar zum Arzt gehen, Blut abnehmen lassen und dich checken lassen auf Entzündungsmarker, aber ich würde dir empfehlen, in erster Linie erstmal die Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen. Nicht sofort zum Arzt zu rennen, außer es ist ein akuter Notfall, sondern erstmal zu gucken, wenn du sehen willst, so eine Bestandsaufnahme und Inventur in Bezug auf Entzündung, eine Scheinfastenkur 5 Tage lang zu machen und nach der Scheinfastenkur zu sehen, wie fühle ich mich anders. Vor allen Dingen dann noch eine Woche zu warten, wieder mit normaler Ernährung. Und dann zu sehen in dem 2-Wochen-Zeitraum, was hat sich für mich auf körperlicher und geistiger Ebene verändert? Fühle ich mich besser, fitter, wohler? Was ist da so passiert? Und wenn du merkst, wow, riesiger Unterschied, dann ist die Wahrscheinlichkeit, also positiv, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass da auch entzündliche Prozesse oft eine Rolle spielen. Und dann kannst du das auch gern mal vom Arzt checken lassen, um noch mehr Sicherheit zu bekommen. Aber da wäre dann auf Dauer der beste Weg, Qigong-Übung mit Ernährungsumstellung, nicht Diät, Umstellung zu kombinieren und die Umstellung dir möglichst leicht zu machen durch diese Scheinfasteninterventionen alle paar Monate in Abständen und danach immer wieder neu zu gucken, wie stelle ich meine Ernährung so um, dass der Genuss nicht flöten geht oder wie oft ich mir noch gewisse Dinge, die zwar Entzündungen auslösen, wie Zucker, Industriezucker und sowas, aber dass ich mir das doch noch ab und zu gönnen kann, ohne gleich meine ganze Gesundheit zu ruinieren. So, das war's zum Thema Qigong und Entzündung. Aus meiner Sicht eins der allerwichtigsten und sehr zukunftsträchtigen Themen leider. Ich denke, da werden wir uns als Gesellschaft noch sehr viele Jahre und Jahrzehnte mit beschäftigen.
Und ansonsten, ich hoffe, es war für dich informativ, das Video. Und wenn du es interessant fandest, generell so dieser Ansatz, wie man Gesundheit neu begegnen kann, sei gern dabei wieder beim nächsten Video im Qigong Club mit mir. Bis dann. Ciao.